Gut. Also, wir wollten noch mal ganz kurz hier runterspringen. Um zu gucken, ob es vielleicht einen Respawn gab. Was schick wäre. Obwohl mir der eine Developer gesagt hatte, dass es in Dungeons keinen Respawn geben soll. Wenn denn nur auf der Weltkarte. Aber man weiß ja nie. Irgendwas lebt hier unten, sagst du? Sehr cool. Irgendetwas lebt dort unten. Und es hat Verdauungsprobleme. Ja. Sehr epische Einleitung, Dalana. Danke. Aber nö. Unsere Helden spüren hier gar nichts. Außer, dass sie hier mit Verdauungsproblemen ist. Das heißt, wir können ja auch wieder raus. Ich hätte gerne Lloyd's Beacon. Oder Town Portal als Zauberspruch. Aber ich denke, das dauert noch ein bisschen. Also, Plan ist jetzt, wir gehen raus. Wir haben ja kein Gold mehr. Also, können wir uns nicht mehr kaufen. Können wir auch nichts mehr kaufen. Gehen dann zurück nach Port Marin. Nein, wir gehen nicht zurück nach Port Marin. Wir gehen dahin, wo die Dingens war, die Banshee. Denn, als wir letztes Mal da waren, also da ist so eine Gruft gewesen, stand da, tut mir leid, ist noch in Bearbeitung. Also wegen der Early Access Version. Wir haben aber keine Early Access Version mehr. Wir sind jetzt im richtigen Spiel. Das heißt, da müsste irgendwas zu holen sein. Also entweder so ein kleiner Mini-Dungeon oder ein richtiger Dungeon oder irgendwas. Sonst wäre das ziemlich komisch. Wee, wee. Aber ja, die Ladezeiten sind schon mal sehr schön. Komm, enttäusch mich nicht. Ich bin gerade dabei, dich zu loben, was für tolle Ladezeiten du hast. Genau. Nein, Dirk! Nicht auch noch du. Alle Phasen von einer neuen Reise. Bloß weil wir in Akt 1 sind, das jetzt der Anfang unserer epischen Reise ist. Schön und gut, aber es muss mir trotzdem nicht alle 10 Sekunden gesagt werden. So, da. Haben die jetzt eine Funktion? Was? Gruppe fühlt sich gesegnet. Alle Gruppen erhalten 20 Widerstand gegen Erdmagie. Kai? We are all aware that these parts are full of brigands, right? I feel stronger. 20 wieder gegen Wassermagie. Plus da hinten wird dann was sein? Erde? Musste man im richtigen Winkel dran stehen. Nichts geschieht. Achso, es war der andere, okay. Ja, okay. Wird immer ganz schön zugeworfen mit Buffs hier. Haltet euch von den Höhlen des Zyklopen fern. Sie tun uns nichts, solange wir ihnen nichts tun. Ivan. Ivan ist der Greifentyp. Also der scheint noch wichtig in der Story zu sein. Ja, aber den hatten wir schon umgebracht. Schade. Ich hätte insgeheim gehofft, dass jetzt durch den Schwung von Early Access zum Vollspiel vielleicht ein paar Sachen aus Versehen neu gespawnt sind. Aber da scheinen sie sich wohl Mühe gegeben zu haben. Den einzigen Bug, den ich bisher jetzt feststellen konnte, war die Geschichte mit Talana. Aber das hätte gut auch im Original sein können, also im Early Access. Aber jetzt komm schon, lass uns zu den Banshees. Banshees waren hier oben. Da hinten. Oh. So, du warst nur so ein Gedenkding. Du warst der Buffer. Klick. Was? Wasserabwendung wurde von der Gruppe genommen. Erdabwendung wurde von der Gruppe genommen. Gut. Du bist also ein Schrein, der einfach alle Buffs wegnimmt. Dankeschön. Hohes Ding. So. Oh, Ruckler. Oh oh. 404 Preview Message. Das ist nicht gut. Schade. Also eigentlich sollte es ja die Vollversion sein.
Aber anscheinend haben sie es zeitlich nicht ganz geschafft, alles reinzubringen. Muss ich sagen, bin ich ein wenig enttäuscht. Das heißt nämlich, dass wir irgendwann nochmal von vorne anfangen müssen, damit wir den ganzen Content haben. Dürfen wir hier rüber? Nein, okay. Okay, also Port Marin. Ich hoffe mal, wir können gleich zu den Greifen springen und müssen nicht durch das ganze Ding nochmal durchlaufen. Und ja, ich weiß, es ist faul und all das, was ich normalerweise kritisiere. Aber es ist trotzdem praktisch. Aber wir können anscheinend gleich nach oben. Was machst du? Meister im Schild. Kann keiner. Was machst du? Auftrag der Zirkus. Nein! Nein, nein, nein! Might and Magic 6. Na gut. Ich habe gehört, dass der Zirkus des Mondes im Osten von dir sein Zelt aufgeschlagen hat. Da gibt es einen jonglierenden Tiermenschen mit vier Armen und einen Burschen, der Schwerter verspeisen kann. Könnte mich hinbringen. Jo. Darf sie aber nicht. Kann ich mal gucken, ob sie sich rausschleicht und uns verfolgt. Meine Vögel können euch zur Schmiede Elemente bringen. Ja. Gut. Also der ganze Dungeon wurde jetzt quasi aufgelöst und durch ein Zimmer ersetzt, sobald man unten das betritt. Und in dem Zimmer sind alle wichtigen Persönlichkeiten. Was ganz schick gelöst ist. Also ich hätte zwar ganz gerne noch die ein, zwei Kisten gelootet, die da drin sind. Die sind jetzt weg. Aber na gut. Grabsteine für die Elemente. Also sehr dubios. Ja, das Ding fungiert hier gar nicht als Eingang. Es ist nur ein riesiges Ding aus dem Ladebildschirm, das wir schon an mehreren Stellen gesehen haben. Und rein kommt man wohl echt nur durch den Teleporter und muss ihn dann von oben nach unten durchkämpfen. Okay. Und ja, wir sind müde. Aber ich habe nicht wirklich Lust, jetzt schon eine Ration zu verballern. Das heißt, wir stellen uns müde dem Kampf, versuchen ein, zwei Gegner umzubringen und schlafen dann erst. Oh. Elfen. Schießen. Wurzeln. Töten. Meuchler. Und ihr seht kein bisschen aus wie dunkle Elfen. Kein bisschen. Weg. 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 Stufe in Dämonenkurs gesteigert. Das war die Armbrust. Weg. Oh. Mittlerer Mana-Trank. Großer Mana-Trank. Ist... Irgendwie kommt es mir vor, als hätten wir die mittlere Stufe fast übersprungen. Aber okay. So, was hast du? Plus 11 Schaden Licht. Das ist sehr schick. Dein Helm hat... hat schon 6% Befahrungspunkte bekommen. Deine Latschen sind auch dabei. Okay. Ganz viele Nischen. Wow. Okay. Sehr abgefahrene Ecke hier. Türen, die man nicht öffnen kann. Tür scheint von woanders gesteuert zu werden. Die Dinger hier vielleicht? Ne, es sind nur Lichtelemente. Oh. Elfen. Ja, da hat sich jemand definitiv inspirieren lassen. Schieß, schieß, schieß. Wurzel. So. Au. Weg. Weg. Warten, warten. Komm, gut, 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 gut. Wusch, wusch, wusch. Wusch. Wusch, wusch. Weg. So, jetzt zum Beispiel könnten wir langsam schlafen. Hier nur kurz ein paar Nischen ab. Braucht den Schlüssel. Keine Schalter, keine Schlüssel, kein gar nichts. Nee, okay.
schlafen. So. Also wirklich schwer scheint es hier doch nicht zu sein. Bisher jedenfalls nicht. Das heißt, wir springen jetzt einfach weiter. Was haben wir hier? Oh, eine Kiste. Ein klarer Mana-Trank. Kopfverdeckung mit 2 Rüstungswert. Das filigrane Ding. Du hast plus 1. Ja, dann zieh doch mal das da an, das ist besser. Au. Wo kommt ihr denn her? Husch. Pew, pew. Und weg. Weg. Was ist mit dir los? Tirik ist geschwächt. Seine Macht und Wahrnehmungswerte sind um 70% vermindert. Nee. Dafür war dieser eine neue Trank. Oder einer der neuen Tränke. Wusch. Ist jetzt irgendwas aufgegangen, oder? Nö. Okay, also wir haben hier recht viele Abzweigungen, die nicht begehbar sind. Wir werden erst hoch, runter oder wo auch immer hinspringen. Und dann hierher zurückkommen müssen. Oder ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Oh. Elite-Meuchler, okay. Hauen. Spotten. Wurzeln. Nicht verbrennen, auch wenn das Spaß macht, sondern entzweien. Dass sie weniger Rüstung haben. Wow. Hauen. Spotten. Heilen. Jetzt Feuer. Du. Hau, du Spott, du Schütz, du Verbrenn. Aha, sehr gut. Hauen, hauen, Wurzel, kleiner Zaubertrank. Hauen, 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 brennen und weg. So, du darfst einen davon trinken. Du, was machen wir mit dir? Geht der Schwächen von alleine weg? Dieser Zustand kann mit Erd- und Primärmagie, Tränken und durch Rasten aufgehoben werden. Wir haben noch keine Schwäche aufheben, soweit ich weiß. Oh, hinten sind ein paar mehr. Ja, schlafen. Oh, der Buff geht nicht weg. Schick. 5 Leute. Du, schieß, schieß. Warum kannst du nicht das da machen? Achso, zu weit weg, okay. Eis. Feuer. Einer weg. Pew, pew. Bei dir macht. Nee. Es lohnt nicht mit Feuer. So, genau, du bist nämlich tot. Oh, sehr schön, Stufenanstieg. Festwurzeln, brennen. Au, au. Weg mit dir, weg mit dir. Ja, den greifst du ja von der Seite an. Piu, piu. Komm schon. So, Stufenaufstieg. Das machen wir alles gleich. Hauen. Eis, Feuer, Prügel, 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 Prügel. So, Stufenanstiege für alle außer Gerogon. Du, Vitalität, Vitalität, Wahrnehmung. Ausdauer.